Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, ich bin immer noch beim fröhlichen Voraufnehmen. Inzwischen dürfte ich eigentlich lange über meine, ich habe keine Zeit hinaus sein, aber es macht mir gerade sehr Spaß und ich nutze im Moment echt noch so jede Stunde, die ich frei habe zum Aufnehmen. Und mag das gar nicht mischen wollen, das Spiel. Es macht nämlich super viel Spaß. Dabei kommt, glaube ich, erst aus der Sicht der Aufnahme hier morgen der Folge Nummer 1 raus. Brennen! Feuer! Schade. E-Gitarre ist im Wohnzimmer. Das wäre jetzt auch noch so eine. Okay, da geht's hoch, da gemacht's Boom. Da, was soll ich hier denn Schönes machen? Die Musik mag ich hier schon mal gar nicht. Was ist mit der? Ja, super. Da geht's wohl unter. Da. Ey, man liegen hier viele Leichen. Aber da ist Munition. Naja, das finde ich. Auch mal muss das denn sein. Na komm. Nein, du böse Bitch. Hier bin ich. Ich hoffe, ich stehe weit genug. Weg! Na, dann legen wir doch hier gleich mal richtig los. Na komm, Bitchi. Die brennt nicht! Oh, da kann ich runterklettern. Oh, ach du Scheibe, nur nicht. Lauf! Okay. Kommst du da wieder raus? Ja, da wird sie wieder rauskommen, die kleine Schlampe! Das ist jetzt irgendwie gemein. Das ist fies, das ist böse. Das ist unfair. Unter Controller vibriert sich hier gerade. Ich habe nämlich heute wieder drin stecken. Mist. Gerade, ich habe USB-Kabel untergelegt, ein dickes. Da vibriert er sich gerade fröhlich runter. So. Och Mann. Auf jeden Fall wissen wir, wie wir sie kriegen. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Ich glaube, das ist noch nicht zu heiß, nicht mehr. Doch noch ein kleines bisschen. ja, eigentlich kann ich mir die Spritze sparen. Ja, das wissen wir jetzt ja schon, ne? Das heißt, ich lasse die Leichen hier am besten auch mal alle liegen. Und rolle das hier schon mal ganz stilecht hier in den Weg. Kann ich nicht auf Feuerpfeile? Wären jetzt auch noch ganz schick, ne? Boah. Hier rein, da hoch und drücken. Das wird mit Sicherheit eine fehlige Aufnahmereihe. Das könnte ich schon vorhersehen irgendwie. Ja, nee, ist klar. Mit der Fackel, ne? Oder wie? Wir werden wieder zuerst das Fass benutzen. Halleluja! Halleluja. Halleluja. So. Und komm her, Bitch! Oh, da haben wir Controller. Das tut gut. Das macht Spaß. Das bringt Glück! Okay, jetzt muss ich nur aufpassen, wo sie rauskommt. Da ich das gerade nicht weiß. Oh, da kommt sie aber angekrabbelt. Und davon brennt sie nicht. Alles klärchen. Das heißt, wir nehmen als nächstes mal das hier. Hier bin ich. Guck, guck. Nicht ganz hochklettern, mein Freund. So, komm.
So, wenn sie da fröhlich vor sich hin brutzelt, rennen wir am besten schon mal in die nächste Richtung. Ja, da kommt sie. Und usch, und dadurch. Und rein da. Und hoch da. Ja, komm rein, Biatsch. Brenne! Jetzt muss ich mich wieder beeilen. Irgendwo ist er doch hier wieder. Da muss er sein. Autsch, autsch, autsch. Oh mein Gott. Bist du da? Ja komm, ja komm. Ja! Down, Bitch! Huhu! Flapschel, 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 Tür auf. Der haben wir's gezeigt! Das gibt doch bestimmt auch ein paar. Ein bisschen Hirnsuppe für uns. 8000! Oh, ehrlich! Es ist natürlich schade, dass wir die ganzen anderen Leichen nicht mehr haben. Die haben wir ja verbrutzelt, verbrennt und auch weggemacht. Ja, dir geht's auch nicht so gut, hä? Du hast jetzt eine Fackel. Eine Fackel hast du? Ja, komm. Gucken wir mal, ob du noch was anderes als eine Fackel überlässt. Nehmen wir mal eine Fackel mit. Ah, da ist die Fackel schon kaputt. Nö. Lag hier unten noch was. Man will ja nichts übersehen in diesem Spiel. Eieieiei. Und jeder Ofen ist auch nur einmal benutzbar. Das ist also echt hier knockig. Naja, eigentlich geht's. Wenn man erstmal eine Strategie entwickelt hat, dann geht's. Apropos, wo sind wir denn? Wir sind in Kapitel 5. Ich habe geguckt, 15 Kapitel hat das Spiel. Da habe ich mich heute mal reingeschaut, um das in Erfahrung zu bringen, um das zu wissen. Um daher auch grob abschätzen zu können, es wird noch ein lustiges, lustiges Ründchen. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, würde ich behaupten. Bäh. Die Alte mache ich hier. Nicht sehr appetitlich. Nicht sehr appetitlich. Nein, 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 nein. So, kicken wir hier oben nochmal. Ich glaube, das hier hatten wir sie ja auch. Ja, hier haben wir sie auch Plätze gemacht. Das heißt, wenn hier eins fehlgeschlagen wäre, wäre es ein Kampf mit der Fackel geworden. Der ist nicht verbrannt. Ach, wie schade. Aber ich glaube, wir haben hier alles. Wir können hier, glaube ich, entschwinden. Ach nee, hier. Seht ihr? Seht das. Ja, auf mit der verdammten Tür. Gut. Ja, nur mal gucken, nicht, dass da noch irgendwas ist. Mitnehmen. Das ist immer fein. Das ist immer toll. Lalalalalalalala. Die Tür, die sieht doch noch so gut aus. Kontrollpunkt. Kai. Nach Hause. Nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Okay. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Oh Mann, der Arme. Direkt vor meinen Augen. Der Arme. Unglaublich. Oh, wie schrecklich, oh, wie schrecklich. Dieser ist kompatibel. Okay. Nette Experimente hier. Okay, wo sind wir denn du gelandet? Eine fremde Welt! Teufelsnamen. Ja, ouch. Das Hirn ist, glaube ich, gut gespickt. Ich glaube, so kann man das hier wohl muss das sein.
Ich hoffe, du brennst. Nee, du brennst nicht. Lass mich erstmal raus hier aus der Ecke. Danke. Na! Was machen wir denn hier mit. Okay, wir machen es anders. Rumpapa, rumpapa, rumpada, rumpada, bam! Na komm, entfernen! C! Ja, nun C doch mal, Mensch! Mehr als eine halbe Stunde darauf rumdrücken kann ich aber auch nicht! So, das heißt. Ah, raus damit! Ja. Oh, da nimmt der Controller. Dämpfung, nicht Dämmung. Naja. So. Ha, konnte ich es auch heute vergessen, hier rauszuziehen. Mist. Kapitel 5. Überlebt. Wenn man es so nennen mag. Spiel speichern. Na, herzlichen Dank. Wir können wieder speichern. Auf ins 6. Kapitel. Wuhu. Mach nochmal Kaffee. Dass ich in der Zwischenzeit so viel Kaffee trinke, ist merkwürdig. Ist immer ein Zeichen für viel Stress. Normalerweise bin ich ja absolute Teetrinker. Aber den trinke ich dazu. What? I say what, what? Wo bin ich hier? Oh nein, ich jetzt auch noch... Nein! Schwester! Topfer! Skalpe! Na, lass das ja sein, du. Ich komme dich holen. Ich hol dich nachts. Dich und deine kleine Freundin da, die werde ich mir merken. Oh, das ist unsere Kollegin, die uns das wahrscheinlich... Hat sie etwas erschreckt? Haben die irgendwas mit meinem... Hallo, Schwester. Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Ja, das sollte ich. Ich sollte vielleicht auch besser auf dich aufpassen. Küchenboden bricht ein. Ja, toll. Küchenboden bricht ein. Keine Verletzungen. Keine verletzten. Augenzeuge spricht von Wunder. Ja, das ist das Richtige für die Kirche. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cedar Hill. Ich glaube nicht, dass es Cheddar ausgesprochen wird. Cedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Haben wir da noch mehr? Bilder! Fotos. Fotos. Kirche. Ich mag solche alten Gemäuer. Ich weiß nicht, warum ich mag sie. Eine solche Kirche. In solchen alten Gemäuern, hey, sanieren und drin leben. Es muss ja nun gewissermaßen modernisiert werden. Ich sehe ein Loch. Och nee, da kriecht was draus auf dem Bild. Nett. Unser armer Geisteszustand. Der Beste ist er nicht. Aber wenn wir schon mal hier sind, Schwester, Topferbette, Hirnsuppe einfügen. Gäbe es mir die großen Katheter. Hallo? Okay, ich glaube, unser armes Hirn ist etwas kaputter als erwartet. Das werden wir niemals vollkriegen. Oder jetzt sehen wir das Hospital zum ersten Mal und die Schwester so, wie es hier wirklich ist. Was war das? Ich brauche gleich einen Rollstuhl. Einen Schlüssel haben wir noch. Das können wir mitnehmen. Das nicht. So, das heißt, wir nehmen heute mal den oberen. Was haben wir drin? Prost. Man könnte hier natürlich auch kreuz und quer machen, aber ich glaube, es ist eh egal, wenn man nicht weiß, was drin ist. Und ich hoffe zumindest mal, dass es random ist, was drin liegt. Nicht, dass sie das gleich gemacht haben.
Das wäre sehr schade. Ah. Schwester, wo sind Sie? Ich will spielen. War da was mitnehmen oder war das nur das Speichern hier? Nee, es war nur Speichern. Gibt's hier was Neues? Nein! Zorde. Naja, wir wollen erstmal Hürensuppe ausgeben. Ich hoffe, wir können es überhaupt. Ach, jetzt macht er die Tür so langsam auf. Ich habe voll drauf getreten. Er sollte eigentlich Rabumm machen. Dass ich die nicht benutzen kann. Ach, jetzt kann ich die auch benutzen. Gut. 10.100. So, Hirnsuppe im Dunkeln ausgeben. Das wird doch mal schön. Lebensenergie, maximale Sprintdauer könnte man mal rummachen. Nahkampfschaden, Spritzenwirkung. Oh. Ich will gar nicht wissen, was da die nächste Stufe von kostet. Seid dann wahnsinnig. Aber was wir hier ausgeben und was wir uns kaufen, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Tschüss.